Auf Recht bestehen lautete das Motto der Kundgebung am 2. Oktober 2014. Die Erwerbsloseninitiative Leipzig e.V. rief zusammen mit der AG Antrag und der Erwerbsloseninitiative Zweieck zu dieser Veranstaltung auf. Neben mir steht Katrin Rösler, Vorstandsvorsitzende der Erwerbsloseninitiative Leipzig e.V. Hallo Katrin. Wer ist die Erwerbsloseninitiative Leipzig e.V.? Hallo Marleen, die Erwerbsloseninitiative Leipzig wurde 2007 von Rechtsanwalt Dirk Feiertag gegründet. Ursprünglich eine Form der organisierten Selbsthilfe. Wir sind Betroffene, ehemalige Betroffene und Sympathisanten. Wir begleiten uns gegenseitig und beraten uns gegenseitig, sind aber auch offen für jeden, der uns unseren Rat und unsere Informationen braucht. Zu welchem Anlass fand die Kundgebung statt? Die Kundgebung ist Teil und Höhepunkt der bundesweiten Aktionswoche gegen Missstände und geplante Rechtsverschärfungen im Hartz IV. Missstände sind in jedem Jobcenter bekannt und in Leipzig sehr häufig, kommen täglich vor und dagegen wollen wir angehen, die wollen wir öffentlich machen und die geplanten Rechtsverschärfungen wollen wir auch öffentlich machen, wollen die Menschen darüber informieren und den Protest dagegen forcieren. Die Beratungssituation und die geplanten Rechtsverschärfungen betreffen ja nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch die Berater an den Jobcentern. Wie sehen Sie die Umsetzung auf kommunaler und bundesweiter Ebene? Eine ausführliche und sachgerechte Beratung findet im Jobcenter selten statt. Stattdessen erleben wir seit dem Bekanntwerden der geplanten Rechtsverschärfungen durch die Bund-Länder-Kommission eine eher härtere Gangart in den Jobcentern. Vorschüsse werden zum Beispiel mit Begründung neue Leistungssoftware Allegro einfach abgebügelt mit ganz heftigen Begründungen. Vorschüsse nicht, weil die Leute jetzt einfach mal ihr Geld ausgegeben haben und jetzt zum Monatsende nichts mehr haben, sondern die Vorschüsse betreffen dann Leistungen, die im laufenden Monat zu erbringen sind, die aber noch nicht erbracht wurden. Diese Sachen werden einfach abgebügelt und Leute werden ohne Geld da stehen gelassen, teilweise mit Lebensmittelgutscheinen rechtswidrig abgespeist. Du wirst verstehen, dass ich für Sachbearbeiter, die so handeln, wieder besseres Wissen, nur mäßiges Verständnis aufbringen kann. Weiterhin bemerken wir unter den Betroffenen eine zunehmende Aggressivität gegenüber Sachbearbeiter. Die sind es schließlich, die diese internen Anweisungen anwenden und umsetzen müssen. Sollten diese geplanten Rechtsverschärfungen wirklich in Kraft treten, werden sicherlich auch die Aggressionen gegenüber Sachbearbeitern ansteigen. Durch die geplanten Einschränkungen bei Widersprüchen und Überprüfungsanträgen wird der Willkür Tür und Tor geöffnet. Jeder Sachbearbeiter mit einem Gewissen müsste entweder seinen Job sofort hinwerfen oder sich zumindest mit den Betroffenen solidarisieren. Wir sehen hier Ausschnitte von der Kundgebung. Empfanden Sie die Kundgebung als Erfolg? Als Erfolg empfand ich das schon und ich bin auch froh, dass so viele gekommen sind. Wir haben unseren Protest sichtbar gemacht und es wird wohl hoffentlich noch sehr lange nachhallen. Von den Hartz-IV-Gesetzen sind ca. 80.000 Menschen direkt und noch viel mehr indirekt betroffen. Aber es waren nur 40 Leute bei der Kundgebung. Warum? Was ist der Grund? Viele Menschen haben Angst, ihr Gesicht offen zu zeigen, dass sie protestieren. Sie haben Angst vor Sanktionen, vor Drangsalierungen durch ihre Sachbearbeiter. Dann sind ganz viele Menschen noch in 1-Euro-Jobs und in anderen Maßnahmen. Manch einer ist krank. Es gibt viele Gründe, warum die Leute nicht gekommen sind. Wichtig ist, dass die Menschen kommen, dass die, die da waren, weitersagen und immer wieder, dass wir zum Widerstand aufrufen und die Leute informieren. Das ist wichtig. Und jede Information muss immer und immer wieder weitergetragen werden. Wie stellst du dir zukünftig den zwischenmenschlichen Umgang in den Jobcentern vor? Da komme ich doch gerne auf die Charta der Menschlichkeit zu sprechen, die ich am 2. Oktober Herrn Schumann als Vertreter der Geschäftsführung überreicht habe. Weiterhin fordern wir, dass die Antragsabgabe im Jobcenter Leipzig neu geregelt wird und den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Bisher ist es so, dass man einen Antrag immer nur in der jeweils für einen zuständigen Geschäftsstelle abgeben kann. Das entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Eingangsbestätigungen sollten automatisch erstellt werden. Die werden bisher gerne verweigert. Die Charta der Selbstverständlichkeiten umschreibt die Handlungsweisen, welche in jedem Jobcenter als selbstverständlich gelten sollten und in anderen Behörden zum normalen Umgang mit den Menschen gehört. In den Jobcentern werden diese grundlegenden Umgangsformen regelrecht missachtet. Diese Selbstverständlichkeiten sind: ein Klima des Willkommens, ein freundlicher Umgangston und Hilfsbereitschaft nach dem Motto Hartz IV und Sozialhilfe ihr gutes Recht.
Gute Beratung und schnelle Hilfe durch gut qualifizierte Mitarbeiterinnen in ausreichender Zahl. Umfassende Informationen über zustehende Leistungen, zum Beispiel Warmwasserkosten und vollständige Ermittlung des Hilfebedarfs. Persönliche Vorsprachen ohne langes Warten und schnelle und umfassende Hilfen in dringenden Fällen. Eingangsbestätigungen für eingereichte Anträge und Unterlagen bekommt Mensch ganz automatisch. Termine nach Absprache und nicht von oben angeordnet. Beistände, die überall willkommen sind. Angebote zu hochwertigen beruflichen Hilfen, die eine Perspektive bieten und freiwillig sind. Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht, werden ohne Wenn und Aber und ohne Abstriche gewährt. Hilfen zur Überwindung von Sprachbarrieren einschließlich der Kostenübernahme für Dolmetscher. Bei der Kundgebung sah ich eine große Hängematte. Was hat es denn damit auf sich? Das war die soziale Hängematte, in der sich die Hartz-IV-Empfänger laut Medien angeblich immer so toll wohlfühlen. Wir hatten das ein bisschen umgedreht. Wir hatten den riesen Milliardenbetrag, der für Hartz IV ausgegeben wird, mal in die Hängematte gepackt und wollten zeigen, wie viel bleibt denn wirklich übrig für den Hartz-IV-Empfänger selbst. Das meiste Geld landet in den Taschen der Armutsindustrie und in der Verwaltung. Für die Hartz-IV-Empfänger selbst bleibt nur ein ganz, ganz kleiner Betrag übrig, um den Lebensunterhalt und die Kosten der Unterkunft zu sichern. Wie kann man die Erwerbsloseninitiative Leipzig unterstützen? Vor allem durch neue Mitglieder, mehr Mitglieder, damit wir auch wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, damit wir noch mehr Menschen aktiv helfen können. Wir brauchen wirklich viele aktive Mitglieder für Beratungen, für Beistände. Und ein Verein, der lebt einfach von, mit und für seine Mitglieder. Liegt dir sonst noch etwas auf den Herzen, das du sagen möchtest? Ja, auf jeden Fall möchte ich, dass das Bild der Hartz-IV-Empfänger in den Medien einfach nicht mehr so diskriminierend dargestellt wird. Hartz-IV-Empfänger sind nicht faul. Die allermeisten suchen händeringend nach Arbeit. Viele wollen wirklich raus aus diesem Dilemma, sind aber gefangen in den Zangen zwischen Politik und Wirtschaft. Die Politik, die immer weiter verschärft, die Wirtschaft, die immer die Löhne immer weiter nach unten schraubt. Und ganz viele Menschen sind einfach auch krank, behindert, schaffen es nicht mehr auf den regulären öffentlichen Arbeitsmarkt zu kommen. Durch immer mehr Automatisierung in der Wirtschaft und durch mehr Konzentrierung in der Wirtschaft werden immer mehr Arbeitsplätze freigesetzt und die Menschen finden keine neue Arbeit. Ich finde, dass die Gewinne aus diesen Automatisierungen den Betroffenen zugutekommen müssen, dass die Gewinne gespendet werden müssen, um die Betroffenen sozial weiterhin sicherzustellen. So, liebe Katrin, gegenüber ist ein sehr gutes Lokal, wo Sie hervorragenden Champagner reichen mit lecker Kaviar und auf Wachteleiern und so. Kommst du mit? Es gab gerade Geld. Wollen wir unseren Regelsatz verprassen gehen? Los, komm! Ja.